Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Nein, es ist kein Let's Play zu Dead bei Daylight. Ich wollte eigentlich DBD sagen, aber naja. Ich dachte mir, es ist mal langsam Zeit, euch mal eine kleine Info zukommen zu lassen, weil ich ja jetzt die letzten anderthalb Wochen oder zwei Wochen nicht gestreamt habe und kein Video kam und so weiter. Und ja, ich weiß sonst nicht, wie ich ja euch anders irgendwie informieren soll, deshalb hier ein kleiner Ausschnitt aus einem privaten Spiel von mir, damit ihr ein bisschen was zu gucken habt und nicht nur diese doofen Wolken. Und wie immer habe ich mir nichts aufgeschrieben, sondern mache das wieder ganz spontan. Jo. Und zwar geht es darum, dass ich jetzt anfange, meinen Kanal umzustrukturieren. Zeitlich gesehen ist es ja momentan ein bisschen schwierig bei mir, obwohl es jetzt im Sommer natürlich ein bisschen ruhiger wird, arbeitstechnisch, sodass ich auch ein bisschen öfter streamen kann, als ich es jetzt eigentlich tun könnte. Aber dazu kommen wir gleich noch. Und zwar, ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich ziemlich unzufrieden bin mit meinem Kanal, beziehungsweise mit dem Konzept, mit dem Content und dem Aufbau. Und da ich ja jetzt durch Schatzi Mausi einen PC ja jetzt zur Verfügung habe, habe ich mir gedacht, wäre das der perfekte Start sozusagen, der perfekte Zeitpunkt, damit anzufangen, ja, meinen Kanal so zu gestalten, wie ich es gerne hätte. Und zwar sollen ja die Videos anders werden, ein bisschen mehr entertained, sag ich jetzt mal, ein bisschen gescriptet, was ich vorher sonst nie gemacht habe. Ich möchte da euch nie wieder, wollte ich jetzt schon fast sagen. Ich möchte euch nicht mehr einfach nur irgend so ein Let's Play hinklatschen. Ich möchte ein gut gestaltetes, gut gescriptetes Video präsentieren. Ich möchte Soundeffekte einfügen. Ich möchte eventuell Text einfügen. Ich möchte vernünftige Facecam-Aufnahmen haben und so weiter und so fort. Und das kann ich jetzt schön machen. Dafür brauche ich aber Zeit. Ich muss mich erstmal da so ein bisschen einfinden, weil ich habe das ja vorher noch nie gemacht. Ich habe noch nie vorher die Videos weiß wie geschnitten und deshalb ja, muss ich das erstmal alles lernen und das heißt, dass ich versuchen werde, einmal die Woche auf jeden Fall ein Video rauszubringen, so wie ich es gerne haben möchte, von irgendeinem Spiel, wozu ich gerade Bock habe, ob das jetzt Ark ist, ob das DBD ist, ob das Fallout 4 ist oder was weiß ich oder was euch so einfällt. Jetzt kann ich ja wieder auf die Steam-Bibliothek zugreifen, sodass ich da auch so kleine Einteiler machen kann, aufnehmen kann und für euch fertigstellen kann, um ein bisschen mehr Abwechslung und interessanter zu gestalten. Wir werden demnächst auch erstmal nur einmal die Woche streamen. Jetzt am Freitag werde ich auf jeden Fall streamen, da weiß ich aber noch nicht die Uhrzeit, weil ich möchte gerne schon The Last of Us weiterspielen und Enderal. Aber es kann sein, dass ich mit Patrick zusammen auch was streamen werde. Dazu komme ich aber dann später noch. Es sind ja noch ein paar Tage oder zwei. Und ansonsten wird es dann Freitag oder Samstag sein, dass wir dann streamen. Wir werden ab und an einen Frühstücksstream machen. Und ja, dass wir quasi erst einmal die Woche streamen und ein Video die Woche dann kommt. Ab wann das sein wird, kann ich euch noch nicht genau sagen. Ich habe mir gedacht, ich habe ja noch nicht dieses Community-Tab. Das ist ja nur für die ganz Großen ja bestimmt irgendwie. Wir haben ja auf meinem Kanal den Reiter Diskussion, glaube ich, heißt er. Da werde ich euch Informationen reinpacken. Ich nutze den sonst ja sowieso nicht. Da sind ein paar Kommentare drin. Da kann man Kommentare zum Kanal machen oder Vorschläge zu Videos oder sowas. Ich werde das aber dann dafür nutzen, euch auf den Laufenden zu halten. Also schaut da mal zwischendurch mal rein, falls ich es mal nicht schaffe, ein Video zu machen, weil das mache ich ja jetzt noch umständlich über die PlayStation. Das wird demnächst auch ein bisschen einfacher sein. Dieses Community-Tab hätte ich jetzt schon fast gesagt. Dieser Diskussionsreiter auf dem Kanal ist ein bisschen schneller, weil ja einige von euch sind ja nicht auf dem Discord-Server oder haben kein Twitter oder Instagram oder was weiß ich. YouTube seid ihr ja alle, weil ihr habt mich ja da abonniert. Also haltet das bitte im Auge. Da werde ich euch versuchen, auf den Laufenden zu halten. Ich werde aber auch versuchen, immer ein Video zu machen. Aber so wie es jetzt die letzten anderthalb Wochen war, ich muss dafür auch Lust haben.
Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ich muss mich ja da hinsetzen und das fertigstellen. Und ich möchte euch da ja auch nicht sowas hinklatschen. So, hier habe ich mir mal so ein bisschen mehr Zeit und Mühe mal gemacht. Ich habe jetzt ein paar neue Sachen gefunden, die ich jetzt noch nicht eingefügt habe. Aber das kommt demnächst dann auch. Jo. So, das war es eigentlich schon, was ich euch sagen wollte. Ich hoffe, es ist okay für euch. Wir werden demnächst auch wieder ein bisschen mehr streamen. Und wenn ich das dann soweit drauf habe, kommen auch ein paar mehr Videos die Woche. Aber nur, um mich jetzt selber nicht zu überfordern und zu stressen. Weil es ist ja doch ein bisschen Arbeit, in die ich ja da rein investiere oder rein investieren möchte. Weil ich den Kanal natürlich auch ein bisschen aufbauen möchte auch noch. Und ja, brauche ich natürlich da die Zeit und die Ruhe. Ist ja klar, denke ich mal. Sonst habe ich nämlich irgendwann mal keinen Bock mehr und dann schmeiße ich wieder alles hin und das soll ja nicht so sein. Jo. Wie gesagt, diesen Freitag halte ich euch noch auf den Laufenden, werden wir auf jeden Fall streamen. Es ist Karfreitag, ich hoffe, der eine oder andere hat Zeit. Ich wünsche euch bis dahin ansonsten eine schöne Zeit, ein paar schöne Tage und genießt das schöne Wetter, falls ihr Ferien oder Urlaub habt. Und wir sehen uns hoffentlich dann die Tage. Und ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Okay, ciao.